So, weiter geht's hier nach unserem kurzen Cut und wir gucken mal, ob wir das Level schaffen. Na, hier wollte ich hin. Perfekt. Ich muss auch so gleich hin. Oh nö. Weil, ich habe keine Ahnung, warum ich hier hin soll. Na, wegen der Truhe. Ja, ich hätte schon gern die Welt mal weg. Donnerstag habe ich viel zu tun, da habe ich keine Zeit zum Aufnehmen. Nee. Ich weiß auch schon, wie ich das da machen werde. Darüber. Ja, das ist der Spyro-Parzer. Darum, ja, mache ich das Ganze. Nehmen wir nochmal was mit. Ich will mal dahin. Wie komme ich denn da hin? Muss mal genau nachdenken. Da könnte ich. Ja doch, das dürfte gehen. Ich probiere es. Aber hier komme ich dann nur wieder hin. Weil hier ist nämlich noch so eine Rennstrecke. Jetzt muss ich mal abschätzen, wohin ich komme. Ich könnte, wenn ich renne. Okay. Muss man da hin? Doch darüber? Ja, doch, das dürfte Sinn machen. Okay. Ich habe da so einen Plan. So einen entfernten Plan, wie ich das tun werde. Ungefähr im entferntesten weiß ich auch wie. Wo auch der Eierdieb ist und so weiter und so fort. Wenn ich hier rüber gehe, dann hier rum. Dann eigentlich dahin wollte. Ich glaube, ich habe da so einen Plan, wie ich da hinkomme. Hier war ich noch nicht. Ja, hier war ich wirklich noch nicht. Nee, hier will ich auch mal hin. Ja, es werden auch am Wochenende Parts kommen. Zur Info. Ja, von Spyro sowieso. Dass wir das Spiel ein bisschen schneller durchkriegen. Weil hier ist nämlich auch noch eine Rennstrecke und die würde ich auch noch mal begrüßen dürfen.
Hallo, Spyro. Wenn du die fantastischen Baumwipfel sehen willst, hör nach einer Superladung nicht auf. Die Woche ist eigentlich ziemlich chillig, finde ich. Bisher. Da kann ich auch noch irgendwie hin. Also ganz so einfach komme ich da auch nicht hin. Erstmal gehen wir den Eier die hinterher. Wo ist der überhaupt? Wo ist eigentlich der Eierdieb? Oder habe ich den Schlüssel jetzt gerade echt davon bekommen? Muss ich jetzt nur noch erstmal mich um die Edelsteine kümmern und so weiter es geht um die Drachen. Aber ich kann eh nicht zurück. Eieiei. Ich mag das hier nicht. Nö, ich mag's wirklich nicht. Weil es scheiße gemacht ist. Ja, finde ich schon. Das ist genau dieses ähnliche Drumherum-Gefühl, ja, wie man hier lang sprinten muss. Genau das gleiche wie damals. Ja, wo ich auch wirklich lange gebraucht habe, um überhaupt das dahinter zu verstehen, was man hier tun muss. Da ich immer so als Kind gedacht, das ist so ganz einfach und so, aber im Endeffekt habe ich dann festgestellt, nee, das ist genau das Gegenteil davon. Erstmal darüber sprinten. Aha. Dann komme ich dahin. Okay, habe ich auch verstanden. Also sollen wir mal einer erklären, wie man dorthin kommt? Ach, ich kann es mir schon vorstellen. Von hier. Na gut, ich bin hier rüber. Na! Oh Gott, ey. Come on, let's go. Ich schaff es nicht. Oh Gott, ey. Ja. Boah, ich und meinen verfickten Ehrgeiz. Ich manchmal einfach nur töten könnte dafür. Ja, so wie jetzt. Oh Gott, Mann. Warte mal, wie war das nochmal? Ich glaube, ich habe so eine Vermutung. Ich muss, wenn ich richtig überlege, hier sprinten. Dann irgendwie von. Warte mal, wie soll das jetzt gehen? Lass mich mal nachdenken, wie war das jetzt nochmal?
Oh, wie war denn das genau? Fuck. Ich glaube, ich muss einmal drumherum sprinten, wenn das so nach meiner Theorie und Auffassungsgabe überhaupt so stimmen sollte. Da bin ich mir echt absolut gar nicht sicher. Fuck, Mann. Wie war denn das genau? Oh, wie habe ich das damals geschafft, ey? So ein Fick? Oh, das ist doch... Ey, das ist einfach nur schlecht. Das schaffe ich nicht. Was habe ich damals gemacht, um wirklich da hinten zu den Drachen, zu der Drachenstatue überhaupt hinzukommen? Muss ich mir echt mal überlegen, wie war das nochmal? Ich vermute mal, dass ich, wie ich vermute, da lang rennen muss. Wenn das so richtig ist. Ich will es nur mal rausfinden, überhaupt. Nein, ich hasse es. Boah, ich hasse mich so. Boah. Probieren wir es halt nochmal. Nein, ich hasse es. Mann! Wie sprinte ich darüber? Wie? Fluchte Axt, ey. Mann, no, das ist doch so Schrott. Ja doch, das war richtig. Wieso bin ich so blöd? Ich muss nur das richtige Tempo angeben. Das war gar nicht so doof. Oh, cool. Na gut, selber rausgefahren. Oh. Das war der Hammer, Spyro. Du hast viel gelernt, seit du ein junger Gleiter warst. Naja, du hättest dir einen leichteren Ort zum Festsitzen suchen können. Na echt. So, noch 30. Na, hier sind wir... Hier sind wir fertig. So, wo fehlt mir jetzt noch was? Ja, die Truhe. Genau. War die jetzt noch mal? Na, ich weiß schon, wo die war. Wie hatte ich das schwieriger in Erinnerung gehabt? Ach, fick dich. Ja, die hole ich noch. Am besten so. Die hole ich mal jetzt auch. Dann habe ich das auch weg. Dann würde mir noch eine
Truhe fehlt mit dem Schlüssel. Na, ich will noch eine Weile Spyro spielen, dann haben wir das nämlich zumindest, ja, fast fertig. Dann kommt morgen nochmal eine Aufnahme und ja. Yes. Noch 20. So war dieser Wirbel. Hier. Das Level abhaken können. Ja, das wäre ganz cool. Brauche ich mich nicht mehr zu machen. Ah, oh, ein Glück. Das ist einer der horrormäßigsten, beknapptesten Level, die ich jemals gespielt habe. Auch in meiner Kindheit schon. Ja, ich habe alles. Nice. Und auf dem Ziel. Und dann haben wir jetzt ja alles. Wunderbar. Dann noch ins offizielle Ziel. Ah, oh, wir haben das Level abgehakt. Nice. Ich mache auch nicht mehr lange, wahrscheinlich noch die letzten paar Level und dann war es auch.